Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist wieder Zeit für ein Let's Play von World of Warships. Und ja, ihr seht's richtig. Ich bin unter die Zerstörerkapitäne gegangen. Hier zeige ich euch eine Isokase. Das ist der Tier 4 Zerstörer der Japaner. Ich finde das Schöne an den Japanern, dass sie einfach Torpedos haben, die einfach deutlich weiterkommen als die der US-Pendants. Und ja, da tun wir noch gar nicht lang rum, sondern legen direkt los. Und wir beschleunigen das Ganze natürlich, weil ihr wisst ja, der Anfang ist immer steinig und schwer und dementsprechend legen wir damit ein bisschen Speed los. Hier die Karte Norden und dementsprechend im Herrschaftsmodus, deswegen ist mein Ziel gleich hier mal C einzunehmen. Und das seht ihr, mache ich natürlich auch mit Volldampf. Schneller geht nimmer. Da drüben jetzt Omaha, New York, New Mexico, alles da, aber alles noch weit weg für mich und alles noch sehr uninteressant. Deswegen kriege ich hierbei, habe die erste Basis direkt im Flug erobert und jetzt reduzieren wir schon mal das erste Mal die Geschwindigkeit, weil hier vorne, die wird nämlich auch eingenommen. Und deswegen müssen wir jetzt mal schauen, was hier gleich passieren wird. Ich bin entdeckt. Und da seht ihr, es ist eine Minekase. Also, Schüsse los, auf sie drauf. Da braucht man jetzt nicht irgendwo sich zurückhalten, sondern jetzt ist Feuer angesagt. Ich will hier meine Torps in Position bringen, um sie zumindest ein bisschen unter Druck zu setzen. Aber dachte mir, nee, macht auch keinen Sinn. Deswegen hier jetzt ein bisschen bewegen. Minekase schießt seine Torps. Ich schieße meine einfach mal in den Rauch. Blindlings rein. Warte hier für die dritte Salve noch ein bisschen länger. Und tue jetzt einfach mal so, dass ich ihn hier wirklich unter Druck setze. Die kann er so auf jeden Fall mal nicht cappen, wenn ich damit drin bin. Also von dem her. Und da ist sie wieder offen. Das heißt hier jetzt natürlich wieder feuerfrei. Gleich daneben, aber auch nur minimal. Und nochmal. Und ihr seht, ich bekomme auch schon Schüsse von drüben. Habe jetzt aber seinen Antrieb zerstören können. Da kommen jetzt wieder Torps. Aber Torpedos auf die weite Fläche ist natürlich sehr schwierig. Deswegen konzentriere ich mich einfach auch weiter dahingehend, ihn mit meinen Kanonen unter Druck zu setzen. Schnell zwischendrin. Vielleicht nochmal ein paar Torps losbekommen. Und wieder jetzt geht's weiter mit meinen HE-Kanonen. Jetzt hat er mich gut getroffen, aber er ist in einen Torpedo reingefahren und dementsprechend konnte ich ihn außer Gefecht setzen. War jetzt auch bitter nötig, weil Minekase ist immer der Nachfolger der Isokase, also dementsprechend ein Tier höher, etwas stärker, etwas besser. Aber jetzt wird es mein Punkt. Und jetzt kann ich das Ganze wieder etwas beschleunigen. Da hinten in New York, da drüben auch Murmansk, New Mexico, alles vorhanden. Und so auch meine Base. Und da kommt eine Kuma. Dementsprechend jetzt reindrehen. Ich bin auch entdeckt, wie ihr seht. Wird auch schon auf mich geschossen. Ich habe keinen Rauch mehr. Also Torps fliegen los und jetzt heißt es ausweichen wie ein Wiesel. So, jetzt die Torps treffen, versenken. Auch hier Kuma, ganz wichtig, 178 HP ist wirklich nichts mehr. Da hinten kommt ja auch noch eine Murmansk nach. Und die schießt natürlich schon kräftig. Ein einziger Hit und das wäre mein Ende. Gott sei Dank jetzt hier eine Furutaka. Und ihr seht, wie knapp das ist. Also da fehlt sich wirklich, wirklich viel wenig. So, jetzt ist die Furutaka außerhalb meiner Torpedoreichweite. Das heißt, jetzt können wir mal die Torpedos starten. Einfach mal rübergesetzt.
will auch nicht zu sehr stark der Furutaka da das Leben schwer machen, deswegen. Aber ich will auch nicht drauf gehen, deswegen einfach mal weg davon. Und ihr seht, wie knapp das ist hier. Furutaka konnte sozusagen nicht nach rechts ausweichen, weil da meine Tops gekommen sind. Deswegen, Murmansk, deswegen musste jetzt weiter auf die Furutaka drauf fahren. So, jetzt ist natürlich schwierig, das Ganze ein bisschen zu gucken, aber wenn ich die Torps so schieße, dann werden die auch die Furutaka nicht großartig belangen. Weil die Furutaka, so viel kann man glaube ich sagen, die wird es nicht mehr lang machen. Murmansk dreht aber schon eh bei. Und jetzt ist er weg. Wir erhöhen die Geschwindigkeit wieder ein bisschen. Reduzieren es aber gleich und schauen. Die Torps sind noch in Entfernung, beziehungsweise Murmansk dreht so rein, dass sie gar nicht treffen könnten. Jetzt bin ich allerdings an einer Stelle, wo ich selber nicht wundern, das ist ein Replay-Fehler, dass ich wieder hier in Torpedoreichweite bin und nicht aufgehen sollte. Deswegen jetzt einfach mal die Torpedos in die Richtung Murmansk geschossen. Aber auch die kommen leider nicht an. Es steht hier eng an eng. Also es ist gerade 5 gegen 5. Beide haben 2 Punkte. Jetzt bin ich von dem Flugzeug aufgemacht worden. Deswegen hier schon wieder Schüsse in meine Richtung. Also Torps und weg. Aber wurde jetzt aus dem Spiel genommen. So, und dementsprechend will ich mir wieder den Punkt zurückholen. Punkt Captain ist jetzt nicht so spannend, deswegen hier beschleunigen wir nach oben durch. Entdeckt durch den Flieger. Die Flakabwehr ist eher reduziert. So. D ist unser Punkt, B wird gerade hart umkämpft. Und da drüben ist jetzt New York. Schön, diese Vorspulmöglichkeit macht es einfach ein bisschen leichter. Da ist du New York. Wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten. 178 HP. Und da ist jetzt der Flugzeugträger. Und den Kampf schauen wir uns jetzt doch nochmal genauer an. Weil ich habe natürlich ja im Hinterhalt die New York, die nicht auf mich kommen können, die New Mexico kann auch noch schießen. Flugzeugträger selber ist auch noch unangenehm. So, und jetzt hier drauf mit HE. Antrieb ausgefallen. Dementsprechend Torps in die Richtung. Und hier muss ich auch, also wie gesagt, sobald eine der Granaten des sekundären Geschützes auf mich kommt und mich trifft, habe ich schlechte Karten und bin aus dem Spiel genommen. Deswegen hier jetzt wieder ein bisschen Distanz zwischen mir bringen und da kommen die Torps. Einer, zwei, drei und der vierte hätte auch noch getroffen. Ja, da hat er natürlich schlechte Karten. Der dritte vernichtende Schlag im Spiel. So, und jetzt ist noch da hinten, jetzt haben wir auch alle Punkte am Cappen. Die New York steht da, New Mexico fahrt nochmal dahin, wird gerade von der Cleveland beschossen. Aber ich kann schon mal so viel verraten, es passiert ja in dem Spiel nichts mehr, deswegen gehen wir praktisch hier in die Super Slow-Mo und sehen uns nochmal den Rauch an. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat die Runde mit der ISO-Kase gefallen.
mir persönlich machen die Zerstörer immer mehr Spaß und ja, man sieht an so einem Gefecht, man kann auch doch direkt was reißen und es kann auch sehr spannend sein, gerade wenn man in den Close Combat muss, wo man es eigentlich gar nicht will. Deswegen, ich hoffe, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba und Tschüssikowski.